Wir haben diese CDs und wie Sie schon sehen werden an diesem wunderbaren Roll-Up und diesem Display, es gibt drei Lisas. Es gibt eine Bühnen-Lisa, es gibt eine Photoshop-Lisa, das ist die. Hat die Fotografin mich wunderbar verjüngt auf, glaube ich, minus 30 Jahre. Aber das ist besser, als wenn man ausschaut als 20 Jahre älter. Also die hat sehr viel. Aber Sie sehen mich hier in Natura auch. Also Sie können es selbst beurteilen, ob das noch angebracht ist. Auf der CD muss man natürlich sehr schön sein. Es gibt auch eine Lisa in der Früh um 7, die möchte ich Ihnen aber auf keinem Display vorstellen. Diese CD heute, da sind wir drauf gekommen, auch durch den Bayerischen Rundfunk, durch den Werner Schmidbauer, durch die Sendung Aufgespult. Und da waren ja nur die Lieder und dieser wunderbare Kollege hat mich draufgebracht, dass mich viele Leute ständig gefragt haben, gibt es denn nicht einmal die Lisa nur mit Liedern, ohne Gerede, ohne Kabarett, nur die Songs. Weil es mag nicht jeder Kabarett, ne? Weil das Kabarett heißt ja auch immer Probleme. Ne? So. Also auf jeden Fall wollten die nur die Lieder haben. Und das haben wir fertiggebracht und haben hier 28 meine Lieblingslieder, die besten Lieder aus 40 Jahren da drauf. Das ist die Jubiläumsedition und heißt Fitz Hits. Also der Peter, mein Lebenspartner Peter Knirsch, alias Paco, ist der Künstlername als Maler, hat das Cover gestaltet und ist auch mein Tourleiter unterwegs und hilft mit. Der Nepo ist, wie die meisten wissen, mein Sohn. Und hat, tritt schon in meine Fußstapfen, hat mittlerweile mehr Preise als ich, was mir nicht immer angenehm ist, aber ich bin trotzdem stolz. Hat schon, schon das dritte oder vierte? Wie man es nimmt, ja. Vierte. Und ist unterwegs, normalerweise wesentlich schneller als heute, mit Mittelfußknochenbruch. Und der hat, ist auf einem Lied dabei, was viele sie haben, der Bub sieht aus. Also das ist ein, von vielen ist es das Lieblingslied, da spielt er auch Klavier und ist dabei. Das ist ein Lied über die Gefühle einer Mutter, wenn der Bub auszieht. Und der Reinhold Hoffmann, mit dem mich also schon eine langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit verbindet, der hat auch, der ist unheimlich schnell und der ist schneller wie ich immer, was mich auch ärgert, aber bei der Zusammenarbeit viel Freude macht, hat das Ganze ganz schnell produziert, das heißt, die Lieder sind teilweise die alten, aber wir haben sie technisch aufbereitet. Manche gibt es in Neuform drauf, auch wie zum Beispiel der deutsche Polizist oder die Frau in Leder ist drauf, weil sie technisch einfach nicht mehr so zu nehmen war. Und er hat ganz schnell das gemacht und wir haben eine wunderbare, schnelle Zusammenarbeit, dass das möglich war. Gibt es denn ein Lied darunter, wo Sie sagen, das ist mir besonders nah? Besonders? Nah. Nah. Ja, das ist natürlich schon, also der Bub zieht aus, Nummer 5. Das ist eine Ballade, weil das ganz authentisch ist und ich weiß nicht, was dem immer peinlich ist und was ich erzählen darf. Ah, er sagt, oh, muss man aufpassen. Also ich erzähle immer trotzdem gern die Geschichte. Du erzähl doch, du kannst erzählen, was du willst. Ich kann ja dann wieder rufen, dann kann ich auch was sagen. Ich sage, Mensch. Weißt du schon. Also erzähl ihm, also der Nebo und ich, wo es dann darum ging, dass er ausziehen soll, hat er dann mich stark angeschrien an einem Tag und hat gesagt, ich muss ausziehen, ich muss jetzt weg von dir, weil ich trete auf mit dir und ich denke schon, was du denkst und dann bist du auch noch Regisseurin und dann sind wir da und zusammen, ich will jetzt ausziehen. Und dann habe ich gesagt, ja schrei halt nicht so, zieh halt einfach aus. Und er hat gesagt, doch, ich muss schreien, sonst tue ich es nicht. Und dann bin ich eiskalt ausgezogen zu meinem Vater. Ganze Kurve gemacht hin und zurück, lebt jetzt allein? Ja. Traumig. Also, ja, das Land gebe ich wieder zurück. Also das ist doch es ist ja einerseits eine Entlastung, wenn ein Kind auszieht, wenn man sagt, Gott sei Dank hat man es weiter. Und auf der anderen Seite ist es halt doch, es fehlt einem sehr viel und es ist leer, das Haus, und das beschreibt dieses Lied. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.